Hallo, ich bin es, der schlauste Anwalt / Detektiv, den ihr jemals gesehen habt, der Mats heißt. Mein Beweis meiner Fähigkeiten bin ich noch schuldig, aber in der letzten Folge habe ich zumindest mit einer ganz indirekten Führung von Tom einen Safe geöffnet, den wir in einem Arbeitszimmer von einem Arzt gefunden haben, in dessen Gebäude wir reingegangen sind, nachdem wir rausgefunden haben oder beweisen konnten, dass es eine Verbindung der Meraktis-Klinik mit dem Tatort, wo jemand erschossen wurde, von dem wir noch nicht wissen, warum und wieso und weshalb, gibt. Diesen Safe haben wir geöffnet und haben eine Kugel gefunden. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das eröffnet eine ganz neue, sagen wir mal, einen ganz neuen Tatort. Weil wir, oder genau, zumindest ich ja immer davon ausgegangen bin, dass unser Opfer im Park erschossen wurde. Und dass es da viele verschiedene Ungereimtheiten gab, zum Beispiel diese zwei Schüsse und so. Exakt. Und jetzt, es stellt sich ja gerade so dar, dass unser Opfer gar nicht im Park erschossen wurde, sondern möglicherweise in seinem eigenen Büro. Zumal wir hier auch die Unordnung festgestellt haben und vergossenen Saft, der ja aber schon getrocknet ist. Ja, das heißt, da ist schon vorher Unruhe entstanden. Und jemand ist gerade hier geflohen, wollte an den Safe und wir haben scheinbar dabei unterbrochen und selber den Safe geöffnet. Mit einer hervorragenden Art und Weise, möchte ich. Also das war wirklich sehr. Und ist eine Patientenakte drin, in der es heißt, dass Tiala Alita, die Krankenschwester, oder eine Krankenschwester ist hier. Die hat den Bericht unterschrieben oder war zumindest anwesend. Genau, unterschrieben, ja. Von Wocki, unserem Mandant. Ja, Anwalt. Wie heißt das? Unserem Mandant. Ich bin Anwalt, meine Damen und Herren. So, ich durfte mir in der letzten Folge das noch nicht angucken, deswegen machen wir es jetzt. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, alles andere, ich glaub, kann man ja. Ist die ja Leute alles, haben das ja auch gesehen. Sind ja alle auch sehr schlau. So, die ist kaputt gedutscht, wa? Das ganz ist interessant. Schön, oh, es sieht aus wie ein Schörtchen auch. Wow. Das war aber ein harter Safe. Sieht echt lecker aus. Oder? Sieht wirklich lecker aus. Sieht aus wie ein Törtchen. Hä? Wie Eiscreme. Karamell. Was eine blühende Fantasie, Juicy. Ich dachte auch eher ein Muffin oder so. Oh, jetzt ein Muffin? Nee, kannst du nichts machen. Okay. Aber dann, So, das ist das Untersuchungsbefund. Rocky Kitagi, Alter 19, Kugel neben dem Herzen. Und dann eine Unterschrift. Alita Theala, Krankenschwester, Arzt, Permeraktus. Okay. That's it. Mehr kann ich hier nicht, mehr kann ich mit dem machen. Na, du hattest schon gemeint, du willst ja vielleicht den Eldun. Ja, na sicher, weil ist ja, wir brauchen ja einen Arzt, der uns das kann. Man erklären sich die Katze kann angucken? Nein. Oh, doch, eben ging nicht. Nee, keine Hinweise. Also, das leuchtet nicht auf. Ich wollte gerade sagen, aber man kann God trotzdem mal anklicken. Okay, dann ist natürlich nur die Frage, wo ist die Uhr stehen? Nee. Diese Topfpflanze hat auch schon bessere Tage gesehen. Das ergibt auch keinen Sinn. Warum denn nicht? Normalerweise suchen Einbrecher nach wertvollen Sachen, richtig? Das stimmt. Das würde ich zumindest tun, wenn ich eine Einbrecherin wäre. Warum also unter einer Topfpflanze suchen? Vielleicht hat er nach dem Schlüssel für den Safe gesucht. Manchmal werden Haushaltsschlüssel unter Blumentöpfen versteckt, aber Safe-Schlüssel? Dann hat der Einbrecher vielleicht nach dem Hausschlüssel gesucht. Das bringt uns nicht weiter. Ja, das ist tatsächlich Kampf, würde mir jetzt einfallen. Weil wir gehen ja gerade davon aus, dass hier eingebrochen wurde. Ein Kampf. Oh, ein Kampf bringt natürlich auch diese Lampe wieder so ein bisschen ins Spiel. Was ist denn, wenn die Lampe als Waffe benutzt wurde? Dass jemand vielleicht mit dem Kabel erwürgt werden sollte und diese roten deswegen der Lippenabdruck, es wäre ziemlich düster, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Okay, ich glaube, mehr ist hier nicht. Es ist noch ein Rätsel, Mats. Hier ist noch ein Rätsel? Nein, komm, finde ich raus. Wenn er am 13. August 27 war und er Abitur mit 18 gemacht hat, dann stand die Sonne zum Zeitpunkt seiner Feier Elduns Haus. Ach, guck, er ist gar nicht. Oh nein. Wo ist er hin? So wie dazu. Dammit. Dann gehen wir mal zur Inspektorin. Ich guck mal. Ja, Elduns Haus hat auch schon bessere Zeiten gehabt. Naja. Okay. Wo gehen wir hin? Zur Inspektorin. In den Park. Genau. Ist allgemein sehr wenig los. Also akustisch meine ich.
Weil als wir das mit den Sandalen in der letzten Folge rausgefunden haben, dass die ja von da sind und dass ja dann auch noch dieser Fußabdruck da ist bei den neuen. Ja. Da haben sie auch gesagt, wir sollten das mal der Inspektorin zeigen. Stimmt, richtig, ja, ja. Das Gesicht kenne ich. Das ist das Gesicht von jemandem, der gerade eine Entdeckung gemacht hat. Hey, woher wissen Sie das? Eine Frau der Wissenschaft kann man nicht täuschen. Als nächstes lässt sie uns noch Gesichtsabdrücke untersuchen. Lass uns Inspektorin Sky um Hilfe bitten, Apollo. Den wir ihr Sachen präsentieren, nicht wahr? Genau. Und zwar, was wollten wir ihr denn präsentieren? Na, die Schuhe hier, weil da waren diese schwarzen Abdrücke drin. Stimmt. Die neuen. Ja, 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 ja. Stimmt. Diese Sandale. Da ist ganz deutlich ein Abdruck drauf. Ein Zehenabdruck. Schade, dass wir nicht wissen, zu wem der Zeh gehört. Naja, es gibt immer Mittel und Wege, so etwas herauszufinden. Die gibt es, was? Man bräuchte nur einen zweiten Abdruck desselben Zehes, aber von einem anderen Schuh. Oha. Haben wir das Glück, dass in der Sandale... Na klar, bei Übereinstimmung wüssten wir, sie wurden von derselben Person getragen. Das wissen wir ja schon, dass wir in der Pantoffel noch einen haben. Hab ich nicht noch einen Beweis, der von derselben Person getragen wird? Ich hab ja einen. Ich glaube sogar ja. Wirklich? Langsam kommt in mir da ein Verdacht. Ja, 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 Inspektor Sky. Inspektorin Sky, können Sie diesen Abdruck mit dem anderen vergleichen? Den. There we go. Nimm das zum Vergleichen. Dies sind die Pantoffeln mit den Zehenabdrücken. Da befindet sich auch ein Abdruck drauf. Das erleichtert uns die Arbeit. Können Sie ihn für uns untersuchen? Natürlich. Moment. Okay, ich dachte, wir müssen es nochmal machen. Bingo, Mann, bin ich gut. Hey, wir haben die Abdrücke gefunden. Perfekte Übereinstimmung. Die Sandalen und die Pantoffeln wurden von ein und derselben Person getragen. Jetzt würde mich nur interessieren, ob man in der Klinik quasi, wenn man da arbeitet, Sandalen tragen muss, also die Pantoffeln tragen muss. Interessant. Genau das habe ich befürchtet. Sie müssen jetzt nur noch herausfinden, wem diese Sandalen gehören. Oder wissen Sie das etwa schon? Das kann ich nicht sagen, noch nicht. Gut, das bringt uns einen großen Schritt näher. Zur Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Aber alles andere, also wenn ich jetzt die Dings hier zeigen würde? Inspektorin Sky, ich habe mich gefragt, was es hiermit auf sich haben könnte. Ach, Juicy, warte. Was? Die Patrone war im Safe, oder? Das heißt, die Polizei weiß noch nichts davon. Oh, stimmt. Wir können die morgen in der Verhandlung verwenden. Stimmt, wir haben ja einfach was mitgenommen, ne? Mhm. Ja, ist legal. Wie oft muss ich mich dann noch wiederholen? Wenn Sie schon hinter meinem Rücken reden, dann so, dass ich nicht höre. Du musst dabei, wie gesagt, eigentlich so klingen, als würdest du was essen. Ja, ich weiß auch nicht, was sie isst, ehrlich gesagt. Gucken. Okay. Snacks, Snackus. Dann sind wir eigentlich durch, wa? Oder könnten man ihr also hier sind wir durch, ja. Ja. Mit dem Fall auch. Wir können eigentlich jetzt verknacken. Es ist einfach nur manchmal uneindeutig, wo man dann als nächstes hin soll, damit was Neues passiert. Aber du machst das gerade schon ganz richtig. Ich würde jetzt, Klinik, weil Arzt, I guess. Weil Eldun ist nicht da, ich würde mal da hingucken. Aha! Hickfield Klinik. Ah, der verlorene Anwalt kehrt zurück. Willkommen, Apollo. Gefühlt Wochen nicht gesehen. Also ist ja auch so. Ja, es ist tatsächlich so, ja. Ich hab gehört, du hast dich heute gut geschlagen. Brauchst du einen Rat? Könnte gerade etwas Ablenkung gebrauchen. Was meint ihr noch, Inspektorin Sky? Wenn du etwas wissen willst, dann musst du es selber herausfinden. Herr Wright. Erzählen Sie mir, was vor 7 Jahren passiert ist. Bitte. Ich will es wissen, ich muss es wissen. Na, du kommst ja schnell zur Sache. Jetzt vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren stand ich vor Gericht, um einen Mandanten zu vertreten. Der Fall drehte sich um den Tod eines gewissen Magnifici. Oder Magnifici. Dachten wir gerade gar nichts. Aber es heißt gar nichts. Würde mich überraschen, wenn du nichts davon gehört hättest. Ich kann mich erinnern, dass es in allen Nachrichten war. Sie standen Staatsanwalt Gavin gegenüber, oder? Ja, er war erst 17 Jahre alt.
17 Jahre alt? Dann gehen wir noch zur Schule. Er hatte sein Examen im Ausland gemacht, in Europa. Die sind recht progressiv da. Dieses Europa, dieses Franziska. Ja, dieses Europa. Besiegt von einem 17-jährigen Anfänger. Danach hängt dich die Juristerei an den Nagel. Das war's. Das war's? Wie kann es das gewesen sein? Was meinst du? Was ist mit den gefälschten Beweisen, von denen die Nachrichten berichtet haben? Angeblich hatten sie Beweise gefälscht und man hat ihnen die Anwaltsmarke genommen. Ja. Sag mal, wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, Phoenix Wright, dem Fälscheranwalt, persönlich gegenüberzustehen? Wie es sich anfühlt? Ich glaube das einfach nicht. Aber was ist mit der Sache, die in meinem ersten Prozess passiert ist? Ja. Ja. Ist dir das beim heutigen Prozess nicht aufgefallen? Es gab ein einzelnes gefälschtes Beweisstück. Ich spreche von Beweisen, die nicht hätten existieren dürfen. Ein übler Zaubertrick. Du bist nicht gerade bemüht, mir zu Hilfe zu eilen. Vielleicht habe ich Beweise gefälscht, vielleicht auch nicht. Das ist eine gute Antwort. Das spielt im Moment sowieso keine Rolle, oder? Aber... Ich bin kein Anwalt mehr. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Herr Wright, oh, der Batteriezustand vom DualSense Mind Control ist schwach. Wir haben noch einen zum Glück. Okay. Er will über den Vorwurf der Fälscherei offensichtlich nicht sprechen. Okay. Ja. Ja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was ich ihm zeigen könnte. Nee, ich weiß auch nicht, ob man ihm noch was zeigen kann, aber du musst ihm auf jeden Fall nichts mehr zeigen. Okay. Dann bewegen wir uns mal, glaube ich, wieder weg. Ja, also jetzt ist es ja eigentlich, Ja, genau. Wir ackern halt nochmal die Sachen ab. Genau, hoffen, dass... Okay. Machst das aber gut. Ja. Weine nicht, Engelchen. Paps ist wieder da und Paps ist... Oh, ihr schon wieder. Müssen Sie Ihr Eintreten immer so ankündigen? Mann, mein Alter, er... Mann... Jetzt habe ich echt Bammel und das ist nur sein Fehler. Sein Vater hat ihm wohl eine Lektion erteilt und klar versagt. Ihr beiden werdet es natürlich nicht leicht haben. Ist egal, ob sie mich einsperren, ich bin bereit. Mhm. Es gibt Tage, da frage ich mich, warum ich tue, was ich tue. So, was ist da los? Hey Mann, du wirst nicht erleben, dass mich ein, zwei Schuldsprüche kratzen. Ja, okay. Aber was wäre, wenn man sie des Mordes für schuldig befindet? Hey, das ist auch eine Erfahrung, alles klar. Wie ein Ehrenabzeichen. War es nicht so, dass man hier für einen Mord auch quasi unlebendig gemacht wird? Getötet wird? Ja. I mean, it's, ja, es ist eine Erfahrung, aber... Sie verhängen doch keine Todesstrafe, oder? Oder? Sie haben das nicht wirklich getan, oder? Vielleicht auch nicht. Also eins habe ich heute gelernt, Schweigen sagt mehr als alle Worte. Mann, mein Alter hat versagt. Ist eine einzige Enttäuschung. Ich habe gehört, er will die Mafia verlassen. Nur über meine Leiche. Es ist mein Lebensinhalt, ein echter Gangster zu sein und niemals abzutreten. Jetzt will mein Alter weich werden, schön soll er doch, aber ohne mich. Ja. An dem Tag, an dem ich aus dem Knast komme. An diesem Tag starten Alita und ich die nächste Generation der Familie Kitaki. Sehen Sie nicht so, als wäre der Schuldspruch schon gesprochen, um meinetwillen. Können wir mal... Warte mal, was passiert denn, wenn ich... Nee, kann ich nicht. Obwohl doch. Warte mal. Ich könnte doch ihm mal das hier präsentieren. Hä, was ist das denn? Eine Röntgenaufnahme? Moment. Genau, Wocky, das sind sie. Hey, sieh mal, ich rauche nicht und so. Ich werde noch lange leben, stimmt's doch. Stimmt doch. Ich glaube, er schneidet es nicht, Apollo.
Ach, schauen Sie mal etwas genauer hin, insbesondere hierhin. Das hat Apollo gesagt, aber ja. Ja, wo Krankenschwester steht, unterschrieben von Alita Tiala. Aha, ja, Anwälte, macht eure Hausaufgaben. Sie haben Frau Tiala also kennengelernt, als Sie... Ja, ich habe sie in der Klinik kennengelernt, na und? Können Sie uns etwas mehr über die Umstände dieser Begegnung erzählen? Na gut, ich erzähle, wie wir uns kennengelernt haben. Du kannst ihm auch noch was zeigen. Ja, ich nehme an, das hier. Wookie, diese Dinger hier erkennen Sie nicht zufällig, oder? Hey, und ob? Ich war es doch, der sie ihr gekauft hat. Oha. Für Frau Tiala? Ja, ein Geburtstagsgeschenk. Sie hat verflixt kleine Füße, verflixt so niedlich, Mann. Diese Sandalen gehören also ihr. Tja, ja, ich hatte so ein Gefühl, als das blaue Schleifchen und genau das blaue, also... Als sie genau das Farbschema hatten von dem Charakterdesign. Exakt, ja, wirklich. Was sollen denn diese komischen Schwingungen? In der Tat. Okay. Und jetzt sind es nämlich Alitas. Ah, okay. Nice. Okay. So, jetzt können wir noch, genau, mit ihm weiter. Okay, das klingt auch wie so eine Bar, wo man eigentlich nicht rein will, ne? Wookie und so Alita. Wookie und Alita. Ich wurde bei einer kleineren Revierstreitigkeit, war richtig, mit einer anderen Familie angeschossen. Nicht mit einer Kugel. Ich war bereit zu sterben, ist ja klar. Aber die Jungs kamen herein, holten mich raus und schleppten mich zum Doc. In die Beraktis-Klinik? Dort habe ich sie kennengelernt, meinen gefallenen Engel. Sie meinen Alita Tiala? Zuerst hatte sie Angst vor mir, wie ich jetzt weiß. Aber ihr wisst ja, der böse Bube kommt die Damen. Richtig. Sie hatte sowieso genug von dieser Klinik. Oho, sie hatte genug von dieser Klinik. Also machte ich ihr voll klar, dass ich mich um sie kümmere. Krass korrekter Gangster-Style. Ratet mal, was sie gesagt hat. Was hat sie denn gesagt? Na los, überlegt mal. Sie hat ganz leise gesagt, voll leise. Sie hat es ganz leise gesagt, voll leise. Alles klar. Was ist denn? Ich kündige, wenn du mich heiratest. Das war also der Heiratsantrag? Du sagst es, ein Liebesschwur gleich dort im Krankenzimmer. Einfach so, die OP wurde gemacht und wir waren weg. Tschüss und auf Wiedersehen. Tom. Ja. Also. Ich würde jetzt ja sagen, so langsam, dass auch diese OP nicht schiefgegangen ist, weil der Arzt einen Fehler gemacht hat. Sondern, weil möglicherweise in dem Krankenblattding oder so irgendwas falsch hinterlegt wurde. Und also das nur, Sabotage. Weil Tiala so gemacht hat. Jetzt kommt alles darauf. Es ist wirklich. So machen Menschen, wenn sie was Schlimmes vorhaben. So sehen wir uns also wieder, Mr. Bond. Ja, okay. Also. Ich bin mit der Motivation noch nicht so ganz, also klar, Geld, Kontrolle, wenn sie mal irgendwie, also wenn er jetzt stirbt und sie verheiratet sind, wird sie ja Chefin. Ich warte nur auf den Moment, woraus sich rausstellt, dass sie mit dem anderen Clan, mit den Rivales zusammenhängt. Mhm. Ja, aber du hattest das ja schon mal detailliert aufgeschlossen. Ja, ich erinnere mich. Einige Folgen her. Ist einige Folgen her und noch einige Minuten, deswegen kann ich mich nur noch bedingt an das erinnern, was Vergangenheitsmatz da aufgestellt hat, aber wenn ich das jetzt so... Aber momentan fallen die Puzzleteile eigentlich so rein, wie du es zumindest auch ansatzweise vermutet hast. Das, weil jetzt gerade ist der Verdacht sehr auf Alita Tiala gelenkt, weil wir die Schuhe haben, die sie verbinden, nicht nur mit den, mit der Meraktis-Klinik, sondern auch mit dem Tatort, weil wir dort die Spuren gefunden haben. Und jetzt noch das, was er hier sagt. Ja, plus ihre Unterschrift auf dem OP-Ding. Genau. Und halt diese plötzliche, hey, wir heiraten und das ist schon komisch. Und das komische Gefühl von Little Plum. Genau. Ja, kommt ein bisschen was zusammen. Aber jetzt frage ich mich gerade, ob das nicht schon wieder so viel ist,
dass das Spiel einem die ganze Zeit so und am Ende ist es doch was ganz anderes. Das ist nämlich immer die Frage, dass bei Ace Attorney. Sie nicht ausgenutzt wurde von irgendjemand anderem, möglicherweise, der ein Motiv hat, von dem wir vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, dass sie damit drin hängt. Vielleicht wurde sie ja erpresst von den Rivales oder sowas. Dass sie auch nur benutzt wurde. Aber trotzdem hat sie so gemacht. Ja, sie hat, das ist halt wirklich, eigentlich ist alles andere unmöglich. Das kann eigentlich nur sie sein. Naja. Okay. Was diese OP betrifft. Ja, die war denn doch nicht ganz erfolgreich, was? Ich kenne den Befund, ich weiß, dass sie noch in mir steckt. Oh, warte mal. Wenn sie mit diesem Befund zu tun hat, stell mal vor, die Kugel ist überhaupt nicht in ihm noch drin. Also da noch ein Bluff. Boah, das ist ja wie ein Pokerspiel, Tom. man blufft und denkt, es ist was. Wer würde davon profitieren, dass er denkt, dass er stirbt? Oder die Familie denkt, dass er stirbt? Wenn das der Grund dafür ist, dass zum Beispiel... Es würde ihm eine Motivation gegen Palmaractus geben. Erstens das und zweitens, wenn diese Theorie zutrifft, dass dass der Vater sagt, wir brauchen jetzt viel Geld auf legalem Weg, ich steige aus dem Geschäft aus Angst um meinen Sohn, ist das für die Rivales natürlich auch gut, weil die dann einen Konkurrenten mit ihm haben. Wäre auch möglich. Oh no. Weil ich fand das ganz schön dunkel, dass in dem eine Kugel stecken soll, die ihn umbringt, da dachte ich die ganze Zeit so, das ist schon vielleicht ein bisschen too much. Aber wenn die gar nicht drin ist, weil ihm das nur untergejubelt wurde, außer, wir haben in der Ace Attorney-Serie schon ganz andere Sachen gehabt, wo man auch dachte, Kommt die Kugel noch in den Zeugenstand? Wir wissen es nicht. Tom, so viele Wege. Ja, das finde ich aber sehr gut. Also das, da rattert es ja, das finde ich gut. Ja, ich ratterte. Gesundheitscheck. Die Untersuchung war eine Idee vom Boss, haben sie gesagt. Ja, kannst du dir das vorstellen? Warum soll man gesund leben, wenn man ein Gangster ist, verstehst du? Aber haben Sie denn nicht bei dieser Untersuchung von der Kugel erfahren? Ja, da wusste ich, dass dieser Doktor dafür bezahlen muss. Ja, da ist was. Dachte mir, die könnten mir das Blei rausholen, nachdem ich mich gerecht hatte. Und hey, ich lebe immer noch auf großem Fuß, oder nicht? Übrigens, war das erste Mal, dass sie zu einer Untersuchung mussten? Ja, plötzlich hatte mein Alter diese Idee, dass wir alle untersucht werden müssen. In meinem Kopf, die ploppen die ganze Zeit mit jedem neuen Satz, denke ich, oh shit, wenn der Vati das gemacht hat, um den Sohn auch, ugh. Aber Little Plum hat uns gesagt, der tut nur so hart. Vati? Ja. Ja, deswegen dachte ich ja gerade, was ist denn, wenn jetzt eigentlich die Motivation vom Vater ist, den... Aber nee, das ergibt keinen Sinn. Ich dachte gerade in so Richtung, dass dem Sohn vorgegaukelt wird, dass da eine Kugel dran ist, dass er nicht mehr so auf Dolle... Ach so. Aber das ergibt nicht so richtig Sinn. Nee. Schätze, er wird alt, noch älter, meine ich. Okay. Das ist alles sehr verwirrend. Jesus hat ein ganz schönes Netz. Ja, es ist wirklich, das Puzzle zieht sich wie ein Netz, zu. So, jetzt kannst du das machen, was du vorhin schon machen wolltest. Zu Herrn Eldun gehen? Mhm. Weil, als wir das vorhin machen wollten, war der einfach noch nicht da. Also, gefühlt würde ich jetzt sagen, in diesem Bericht steht nicht, dass da eine Kugel drin ist. Das ist gerade mein starkes Gefühl. Okay. Ich meine, es muss einen Grund geben, weshalb sie im Safe war. Und weshalb da jemand ran wollte, kurz bevor wir... Ja, und weil es auch so undeutlich ist und ich irgendwie ist das... Heldun, wir haben schon überall nach ihnen gesucht. Was ist los, tote Püppchen? Apollo, zeig ihm mal, was wir gefunden haben. Es geht nichts über den Rat eines Experten. Ich glaube, er ist immer noch Arzt. Herr Eldun, alles okay mit Ihnen? Ich bin nur glücklich. Ich dachte nur, meine Tage als Arzt wären für immer vorbei. Herr Eldun, ich gebe Ihnen diesen...
Heldun könnten sich das einmal ansehen. Meine Patientenakten. Sie dürfen nicht einfach rauflaufen, rumlaufen und so etwas aus Klinik mitnehmen. Warum sind Sie plötzlich so still, Herr Heldun? Was? Was ist hier eigentlich los? Das wollen wir herausfinden. Die Patientenakte gehört zu meinem Mandanten. Er steht vor Gericht wegen Mordverdacht. Vor Gericht? Das ist verrückt. Sie können ihn nicht vor Gericht stellen. Er ist SGVT. So gut wie tot. Sehr gut, Mats. Ja, also, kannst du den Safe nicht öffnen, aber Buchstaben sind meine neuen Zahlen. Nein, ich glaub das nicht. Ich glaub, das ist gefaked. SGVT? So gut wie tot. Er klopft schon an die Himmelsmund und gleich will jemand aufmachen. Können Sie uns sagen, warum? Es ist diese Verwandlung in Ace Attorney ist Zauberei. Ja, wie serious er jetzt auch aussieht. Oh. Das ist so ein gutes Charakterdesign, ich kann es nicht glauben. Ja, das ist wirklich cool. Nun, aus Sicht eines Chirurgen, hören Sie mir gut zu, Junge. Na, sowas aber auf, das ist ja auf einmal ganz anders. Nun, laut dieser Patientenakte ist es um diesen Walkie-Kitaki nicht gut bestellt. Direkt neben seinem Herzen sitzt eine Kugel. Das stimmt. Ja, aber in der Akte steht etwas von einer Nachbehandlung. In anderen Worten, die Operation ist bereits geschehen. Da ist keine Kugel. Aber die Kugel dort drin ist noch immer zu sehen. Oder, warum ist sie nach der Operation, bei der sie entfernt werden sollte, noch da? Ja, lies es mal vor. Nun, der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass die Operation zu gefährlich war. Was? Die Kugel hat sich einen schönen Platz direkt neben der Aorta gesucht. Mann, das Ding ist von Blutgefäßen nur so umgeben, ein kleines Wunder. Nur 2 Millimeter zu jeder Seite und es gibt da drin ernsthafte Blutung. Keine Sache, mit der ein gewöhnlicher Arzt zu tun haben möchte. Sie meinen also... Oh, okay, ja. Wie durch ein Wunder ist diese Kugel dort hineingekommen. Und es bräuchte mehr als ein Wunder, um sie rauszubekommen, nämlich ein Zauberer. Als ob Trucy die Kugel mit ihrem Höschen da rauszaubert. But imagine. Ja, imagine in alt S4. Hier ist Herr Hut. Oh. Herr Hut, hier ist die Kugel. Wo kommt denn das ganze Blut her? ich kann das gar nicht richtig. Er ist tot. Beep, beep, beep. Ich kann Kaninchen verschwinden lassen. Mit Kugeln sieht's schlechter aus. Das Herz schlägt und die Lunge arbeitet. Da ist die Kugel natürlich in Bewegung. Ich gebe ihm noch ein halbes Jahr höchstens. Aber Wookies Operation war schon vor einem halben Jahr. Deshalb sage ich ja, dass sie keine Zeit mehr haben. Dieser Junge sollte nicht vor Gericht sitzen, er sollte auf dem Operationstisch liegen. Ah, großartig, einfach großartig. Ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ja, ihm geht's noch schlimmer, als wir dachten. Aber trotzdem gut, Mats, trotzdem gut. Also. Sehen Sie, warum er so komisch redet? Das ist, weil die Kugel in sein Gehirn gewandert ist. Ja, genau, er redet danach ganz normal. Warum ist denn das alles so dunkel? Naja, also Phoenix Wright hat doch immer diesen... Ja. Die Morde sind schon teilweise ganz schön heftig. Oder generell die Situation, in denen man sich befindet. Da sind ja auch teilweise echt böse Leute dabei. Ja, das dabei. Stimmt. Ja. Okay, und der hat... Frau Hawthorne. Hawthorne? Hawthorne? Nein, nee, das erste Mal war richtig. Hawthorne. Sag's nicht nochmal. Nein, lass es einfach Hawthorne. Ja, aber warte mal. Also das heißt ja dann, dass der Arzt nicht operiert hat, weil ihm das zu heikel war.
Weil er gesagt hat, da tue ich lieber wer so. Wer weiß. Da tue ich lieber so, als hätte ich operiert. Als ob das ich operiere und es geht dann schief. Da warte ich lieber, bis sich das rauswächst von alleine. Ich meine, der hat ja scheinbar dazu auch noch was zu sagen. Wie konnte Dr. Meraktis nur sowas Grausames tun? Wie konnte er die Kugel einfach drinnen lassen? Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Eine Notoperation eröffnet die Brust des Jungen auf dem Operationstisch. Dann findet er die Kugel. Das Tussi-Püppchen ist die nackte Verzweiflung. Verzweiflung? Den Jungen wieder zuzunehmen, war so ziemlich die einzige Möglichkeit für ihn. In seiner Situation konnte er nicht zugeben, dass er die Kugel nicht entfernen konnte. Die Kitakis. Genau, dieser Junge ist ihr einziger Sohn, so viel ich weiß. Also lässt er die Operation ausfallen und Fuki darf wieder zurück auf die Straße. Boah, warte mal. Wie könnte man das vertuschen? Ist natürlich die Frage. Naja, wie gesagt, im Safe war die Patientenakte. Also sie haben den... Ja, aber... Irgendwas vorgespielt. Ja, ich meine nur, wie kannst du das längerfristig vertuschen? Die einzige Möglichkeit, das länger zu vertuschen, ist natürlich den Sohn aus dem Verkehr eigentlich zu ziehen dann, ne? Du meinst, dass man dauerhaft nicht drankommt? Ja. Weil ist es in einer Situation, wo spätestens, wenn er stirbt, die Leute wissen würden. Ja. Ah, okay. Also ich dachte nur gerade, okay, weil das kann ja nicht der finale Plan gewesen zu sein, die Kugel jetzt einfach drin zu lassen. Ja. Sondern eigentlich müsste er dann gedacht haben, okay, wie kommt er da langfristig draus raus? Aber da sehe ich jetzt gerade kein Resultat. Es ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bevor dein Herz blutet und er ins Gras beißt. Schön gesagt. Wie tragisch. Und zu welchem Arzt würden sie ihn bringen? Zu Meraktis. Ach so, und dann könnte er die Kugel rausoperieren. Er hat gute Verbindung zu ihnen, er könnte die Wahrheit wahrscheinlich vernuschen. Das ist schrecklich. Er wollte Wocki sterben lassen. In dieser Welt gibt es etwas Dunkles, Susi-Püppchen. Unersättlich lauern. Boah. Verglichen damit sind die Revierkämpfe dieser Gangster Kinderkram. Wenn du gegen das wahrhaft Böse kämpfst, nun, ist egal, ob du stark oder schwach bist, das erwischt jeden. Oh. Happy End. Sie waren Chirurg, richtig, Herr Eldun? Sie könnten Wocki also operieren, nicht wahr? Ich wünschte, es wäre so. Was? Ich befürchte, in diesem Land gibt es niemanden, der das könnte. Vielleicht nicht einmal auf der ganzen Welt. Nicht einmal in Europa, im Wunderland. Also, Wocki... Er hat riesiges Glück, noch am Leben zu sein. Nein. Es gibt da ein Problem. Apollo? Diese Patientenakte, sehen Sie, wer unter Krankenschwester steht. Alita Tialalalala. Das stimmt. Sie haben sich bei dieser Operation kennengelernt. Ja, das Problem ist nur, sie wusste Bescheid. Sie wusste über Wookies Zustand Bescheid, garantiert. Ah. Ja. Warum hat sie es ihm nicht gesagt? Das ergibt keinen Sinn. Wenn sie wusste, dass ihr Patient in großer Gefahr schwebte, sollte sie normalerweise auf eine zweite Operation vor der Verlobung bestehen. Es sei denn... Was hat sie sich gedacht, Apollo? Was hast du dir nur bei dabei... Was hast du nur dabei gedacht, Alita Tiala? Was nur, Mats? Oh. Fortsetzung folgt. Oh, es ist wirklich ein guter Fall. Es ist wirklich ein guter Fall. Weil, also, oft ist es ja so, dass man dann... Ich speichere erstmal. Dass man an so einen Punkt kommt, wo man denkt, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann ist der Rest nur noch dieses Aufarbeiten. Das haben wir in kleinen Portionen auch immer mal, dass dann... Dass das Spiel dann sagt, ja, und jetzt und wir wissen es eigentlich schon, dann ist das nicht mehr so spannend. Aber was das trotzdem, also zumindest bei mir schafft, dass ich immer denke, jetzt habe ich es verstanden, das Spiel dann sagt, ja, nee, machen wir anders. Und das ist wirklich gut. Das macht echt Spaß. Schön. Bin sehr gespannt. Schön, dass das funktioniert. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wir können noch in den nächsten Tag reinspielen hier. Habe ich gerade gespeichert? 16:40 Uhr. Ich glaube, ja.
direkt vergessen. 17. Juli, 9.52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. 5 Minuten vor der Zeit. Heute ist ja der Tag der Entscheidung. Hast du etwas Schlaf gekriegt? Ja, ich bin so gegen 1 Uhr ins Bett. Oh, und wann bist du aufgestanden? Um 3 Uhr. Das sind nur 2 Stunden, Apollo. Aber du hast ja noch mich. Sie waren sehr... Und den unglaublichen Herrn Hut. Sie waren sehr stolz. Auf aber zu Recht. Zu Recht auch, ja. Schau mir in die Augen, Kleiner. Viel das Glück heute, Apollo. Ich würde auch sagen, Justice. Diese Stimme. Ha. Ja. Hey, du hast Schlaf gekriegt? Ja, right. Ich wurde aus der Klinik entlassen und dachte, ich schau mal vorbei. Bin ansonsten vollkommen mit Steel-Samurai-Wiederholungen beschäftigt. Paps, weißt du, wen Staatsanwalt Gavin heute als Zeugin geladen hat? Warte mal. Es kann nur Alita sein. Alia. Vielleicht Little Plum? Mutter Dampfwalze? Nee, versuch's nochmal. Boah! Schade, aber wo wir schon bei Müttern sind. Wer ist meine Mama? Oh Gott. Du solltest dich langsam mal um eine neue Mutter für mich kümmern, Paps. Okay! Okay! Aber no pressure. Der Tag hat gerade erst begonnen und du bist schon wieder bei dem Thema, Trucy. Okay. Irgendwie kaufe ich den beiden diese Vater-Tochter-Beziehung nicht so ganz ab. Herr Wright, wissen Sie, wer Zeuge der Anklage ist? Alita Tiana, die Verlobte deines Mandanten. Easy. Sie ist eine der Zeugen? Aber das ist seltsam. Warum sollte sie gegen ihren eigenen Verlobten aussagen? Keine Ahnung, was Gavin vorhat. Heute passiert etwas Entscheidendes. So viel steht fest. Naja, kein Grund zur Sorge. Immerhin habe ich mein Höschen wieder. Wenn wir keinen Mörder finden, ziehe ich einfach einen aus dem Höschen. Das können Sie auch nicht fallen lassen. Nee. 17. Höschen, Juli, 10 Uhr. Masko on. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Hat der was Neues an, der Richter? Nee. Hat er immer das an? Ja. Hat er immer auch so einen roten Schlips an? Ja. Er sieht immer so aus, Mats. Ich weiß nicht. Nein, der hat doch sonst nicht einen Schlips an. Hä, natürlich. Immer einen roten? Ich glaube, ja. Die Verhandlung im Fall Wokigitagi wird hiermit fortgesetzt. Die Verteidigung ist bereit, euer Herren. Die Anklage ist zum Auftritt bereit und wir haben ein ausverkauftes Haus. Sehr gut, dann wollen wir nochmal rekapitulieren. Nachdem der gestrige Zeuge von allen Parteien bisher am schuldigsten schien. Am schuldigsten. Schuldig des Höschendiebstahls. Pfui. Konnten wir immerhin eine Sache mit absoluter Sicherheit feststellen. Zur Tatzeit waren im Park 3 Personen anwesend. Ne, ja doch. Wie nennen Sie das? Der Zeuge, das Opfer und der Angeklagte. Nee. Korrekt, euer Herrn. Und heute möchte ich etwas leicht Esoterisches versuchen. Ja. Ich würde dieses schreckliche Verbrechen gerne einmal von außen betrachten. Deswegen habe ich diese Ente in den Zeugenstand gerufen. Von außen? Die Beschaffung der Mordwaffe, die Vorbereitung der Tat. Der arme Angeklagte hat bereits alles gestanden. Und zwar seiner Auserkorenen. Seiner Auserkorenen? Ausgegorenen? Seiner Verlobten, Herr Richter. Seiner lebenslang Erwählten, ohne Bewährung. Entschuldigung, zack, jetzt reizt mir. Also gut, rufen Sie die Glückliche in den Zeugenstand. Ist gut, so ein Halsmaul haben. Ja, ja, der Halsmaul. Ja. Ihren Namen und Beruf mit. Ist das gut. Alita Tiala, mein Beruf, zukünftige Ehefrau. Mhm. Aha, traditionelle Werte, meine Hochachtung. Heutige Ehefrauen können nicht mal mehr Körbe flechten. Blind. Unter Wasser. Siehst du, warum sonst ich den Schlips immer nicht so gesehen habe? So ja. Und trotzdem wollen Sie heute als Zeuge der Anklage aussagen? Ehrlich gesagt wollte ich zuerst überhaupt nicht aussagen. Ich könnte jetzt mal Ihre Kopflechterei sehen. Aber ich konnte die Wahrheit einfach nicht für mich behalten. Ja. Ehrlichkeit, noch eine bemerkenswerte Eigenschaft. Okay. Ist der Richter, bei jungen Frauen ist der Richter immer sehr auf deren Seite. Mademoiselle, stimmt es, dass Ihnen am Tag des Verbrechens
der Angeklagte Woki Kitaki seine Pläne gestanden hat? Seine Mordpläne? Ja. Dann möchte ich die Zeugin und ihre Aussage bitten, Zeugen. So, ihr Tick ist in meinem Blick. Es war an dem Tag, an dem wir die Ergebnisse vom Familiengesundheitscheck erhielten. Als Woki herausfand, dass Dr. Meraktis gelogen hatte, drehte er durch. Wir wissen ja schon, dass der Doktor gar nicht gelogen hat. Vielleicht. Doch. Doch, doch. Ja, er hat gelogen, das stimmt. Aber sie hat es ihm nicht gesagt. Dem zeige ich's, schrie er. Er nahm eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Und was dann in jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Immer wenn sie lügt, ist sie im Zeugenstand. Das ist ihr Tick. Also gehörte die Pistole der Familie Kitaki. Ja, aus diesem Grund läuft bereits eine Durchsuchung des Kitaki-Anwesens. Es besteht Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Und die Kugel, die dem Opfer das Leben nahm, stammt sie? Aus der Pistole, die sich der Angeklagte beschafft hat? Ja, das ist erwiesen. Wie kann das erwiesen sein? Projektile tragen Spuren der Waffe, aus der sie stammen, sogenannte Riefenspuren. Was ist das? Riefenspuren? Riefenspuren? Der Fingerabdruck einer Waffe, könnte man sagen. Auf jeder abgefeuerten Kugel zu finden. Und wann haben Sie zum ersten Mal von Wokis Plan gehört? An dem Tag, an dem der Mord geschah. Ich hätte ihn abhalten müssen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er es wirklich tun würde. Zack! Na schön! Die Verteidigung kann mit dem Kreuzfeuer beginnen. Ja, na schön. So, Mats. Von mir aus. Kreuzfeuer gibt es erst beim nächsten Mal. Nein! Weil jetzt ist die Folge vorbei. Es tut mir leid. Ich erinnere mich doch in der nächsten Folge an nichts mehr. Wer ist das, Tom, frage ich dann. Wer hat wen umgebracht? Ja, aber wir kriegen ja dann nochmal erneut ihre Aussage und dann geht's richtig los mit dem Fahndungstag, dem nächsten. Dem letzten vielleicht auch. Und dem letzten, weil wir hatten jetzt schon zwei Tage mit Dingsbums. Mit Dingsbums, diesem Fall. Naja, hier Investigation-Phase, mit der Untersuchungsphase. Ja. So, das soll es für heute gewesen sein. Denkt dran, patreon.com steady.de/schuckt für Early Access auf immer den jeweiligen Fall, in dem wir uns gerade befinden. Und schaut auch bei Mats vorbei auf twitch.tv/matsmittendrin. Euch vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich habe letztens überlegt, dass ich ja auch weil ich jetzt ja Mats Mittelberg heiße, ja. Ist mir aufgefallen, dass ich hätte auch einfach Eminem heißen können. M und M. Wo, auf Twitch oder auf was? Auf Twitch hätte ich auch, habe ich aber nicht. Ja, hätte vielleicht auch ein Problem gegeben. Vielleicht, weiß es nicht. Aber Mats Mittendrin ist es ja auch MM. Das stimmt. Ja. Eigentlich bin ich Eminem. Eigentlich bist du MMM. MM. Mats Mittelberg mittendrin. Ich bin ein M besser als Eminem. Tschüss.